Heute haben wir das Thema Reparieren statt Wegwerfen. Ich bin Marc Multer und willkommen zu meinem neuen Video. So, wo sind wir hier und was machen wir denn jetzt hier eigentlich? Ja, wir sind hier in Gotha am Hauptmarkt 17 und zwar zum insgesamt 8. Repair-Café hier in Gotha. Wir haben im März 2017 gestartet mit 2 Personen. Mittlerweile sind wir ein Team von 5. Und wir reparieren hier Sachen, die normalerweise sonst in den Müll gehören oder in den Müll wandern würden. Haben wir denn irgendwelche speziellen, immer wiederkehrenden Probleme oder ist das extrem weit gefächert? Das heißt, wir haben alles Mögliche, vom kaputten, durchgebrochenen Stuhl bis zum CD-Player. Sehr häufig findet man hier Unterhaltungselektronik, CD-Spieler, DVD-Spieler, Kameras, auch Kinderspielzeug ist ziemlich häufig vertreten. Selten mal ein Bügeleisen oder eine Nähmaschine, wie jetzt gerade im Hintergrund, aber ansonsten halt hauptsächlich Elektronik, Unterhaltungselektronik. Seid ihr ein Verein oder ist das jetzt so nur Freundeskreis selber gefunden? Wir sind ein ehrenamtlicher Zusammenschluss. Jeder, der hier arbeitet, macht das umsonst und in seiner Freizeit. Getragen wird ja das ganze Projekt aber durch den Lebensart e.V., also durch das Mehrgenerationenhaus hier in Gotha. Wollen wir uns mal ein paar Projekte anschauen? Was habt oder mehr zu sagen, wer seid ihr hier alle? Wollt ihr euch mal ein bisschen vorstellen oder habt ihr so diverse Stationen, die wir mal ablaufen können? Also grundsätzlich, ich bin erstmal der Benjamin, ich bin der Initiator von der ganzen Geschichte und habe mir das so ein bisschen auf die Fahne geschrieben. Dann haben wir hier im Hintergrund unsere Uschi an der Nähmaschine. Wir haben unsere Silvia, die sich um unsere Gäste kümmert und die Anmeldung macht, ein bisschen Kuchen, Kaffee und aufräumt so. Auf jeden Fall die Hand über uns hat ein bisschen. Dann haben wir im Hintergrund den Tom, der ist jetzt relativ neu dabei. Das ist auf jeden Fall unser Elektronik-Profi, der ist da voll in der Materie. Und wir haben hier drüben noch unseren Erik, der da tatsächlich alles, was Computer und Web und Elektronik angeht, absolut bewandert ist. Und so stehen wir derzeit da. Hoffen natürlich, dass da noch ein bisschen was dazukommt, dass wir uns noch ein paar freiwillige Leute ranholen können. Aber bis jetzt bin ich sehr zufrieden. Das Thema ist ja sowieso reparieren lassen und vielleicht auch selber hier mit Anleitung ein bisschen reparieren. Das heißt, dass ihr jemanden ein bisschen unter die Arme greift und auch mal mitguckt. Vielleicht kann man ja auch selber mal was reparieren. Man lernt richtig, ja nicht aus. Richtig. So kann man diese Erfahrungen hier mit heimnehmen und kann dann vielleicht selber dann Dinge auch mehr reparieren. Denn es wird einfach zu viel weggeworfen. Genau so ist es. Der große Hintergedanke dahinter ist eigentlich, dass man seine Sachen selber repariert und das unter Anleitung von den fachkundigen Helfern, die hier sind. Das funktioniert mal gut, mal nicht. Viele haben da ein bisschen Hemmung, sich hinzusetzen, mal einen Schraubendreher in die Hand zu nehmen oder mal mit den Lötkolben selber umzugehen. Aber wenn man die Leute ein bisschen rannimmt, ein bisschen mit Humor rannimmt, dann funktioniert das ganz gut eigentlich. Ja, das ist meistens halt die Berührungsangst. Aber wenn man es sich erstmal überwunden hat, es ist ja eh kaputt. Und ehe man es wegwerft, warum nicht mal reinschauen? Vielleicht kriegt man es doch irgendwie hin. Genau. Wir schauen uns jetzt mal ein bisschen die Arbeitsplätze an und gucken mal, was wir hier für verschiedene Projekte haben. Was haben wir hier denn für einen Patienten? Ja, das ist ein kleiner Hund mit Elektronik drin. Aber die Elektronik war leider nicht mehr zu retten. Jetzt müssen wir ihn zunehmen. Dann ist es ein Kuscheltier ohne Elektronik sozusagen. Genau. Aber tut auch noch seinen Dienst. Was haben wir denn hier für ein Problem? Faden nicht so und näht überhaupt gar nicht. Also quasi die Fadenanforderung oder das Anheben oder Annehmen geht gar nicht. Er nimmt sich an. Vielleicht war das allzu locker. Manchmal ist es nur eine Kleinigkeit. So, was macht ihr beiden denn? Wir schauen, wie wird das Navi wieder zum Laufen kriegen. Das startet nicht. Das bootet gar nicht an. Der Bildschirm ist weiß nach dem Einschalten. Oh ja, das hört sich schlimmer an. Ja. Wir wissen auch nicht wirklich, ob man da überhaupt noch mal was machen kann, weil es ist alles SMD und es ist etwas schwierig, da überhaupt was zu erkennen drauf. Ja, man kann halt nicht alles reparieren, aber versuchen kann man es ja auf jeden Fall. Ja. Und jetzt schaut er im Internet nach, ob er noch ein bisschen was findet. Ja. Locker. Ich würde sagen, die löten wir nach. Ja, das hast du viel mit den kalten Lötstellen. Wenn nur 5% Teile übrig bleiben, ist gut. Super. So, mein Freund, da wünsche ich dir eine gute Fahrt und war keine Unfälle. So, und damit komme ich dann auch zum Ende meines Videos. Ich bedanke mich für die Einladung und sage hiermit Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Euer Marc auf YouTube. Ciao.
Musik.